Hallo Leute, zu meiner großen Freude handelt das heutige Video mal wieder von der geplanten Harry Potter Serie. Denn ja, ich bin zwar immer noch ziemlich skeptisch, was die Serie betrifft, jedoch stellt sie nichtsdestotrotz einen großen Meilenstein des Wizarding World Franchises dar, weshalb ich aktuell alle Neuigkeiten, Insider und Theorien dazu aufsauge wie ein Schwamm. Im heutigen Video möchte ich daher mal auf eine Frage eingehen, die sich bestimmt schon viele von euch mal gestellt haben. Wird die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei innerhalb der geplanten Harry Potter-Serie eigentlich genauso aussehen wie in den bisher bekannten Filmen? Oder werden sie gar eine komplett neue und veränderte Version des Zauberschlosses gestalten? Für mich liegt diese Frage ziemlich nah, wenn man bedenkt, dass rein visuell, allein schon durch die neuen Darsteller, das neue Drehbuch, die neuen Kulissen, neue Requisiten etc. einiges anders und vielleicht im ersten Moment sogar befremdlicher aussehen wird. Zumindest im Vergleich zu dem uns Bekannten. Denn gewiss wird sich eine neue Harry Potter Serie auch in so manch einem Bereich von den Filmen visuell abheben wollen. Daher ist die Frage, ob und inwieweit wir unser geliebtes Hogwarts in der Serie so vorfinden werden, wie wir es kennen, eine durchaus angebrachte. Aus diesem Grund werden wir uns heute mal Stück für Stück mit diesem Thema beschäftigen. Sollte euch das Video gefallen, dann vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Zuerst einmal müssen wir festhalten, dass es im Laufe der letzten Jahrzehnte einige unterschiedliche Interpretationen der legendären Hogwarts-Schule gab, die alle unterschiedliche Grundrisse und Stile aufwiesen. Dazu gehören der im Buch beschriebene Grundriss und die Originalskizzen von J.K. Rowling, Illustrationen der Buchcover und viele verschiedene Interpretationen des Schlosses, die im Laufe der Jahre zum Beispiel auch in Videospielen gezeigt wurden. Begonnen hat der visuelle Aufbau von Hogwarts aber natürlich mit J.K. Rowlings eigenen Skizzen und auch mit ihren Buchzitaten, die schon ein grobes Bild der Zauberschule vorzeichneten. Eine wirklich festgelegte optische Erscheinung war dies aber natürlich noch nicht, da diese groben Angaben innerhalb der Potter-Bücher lediglich die Fantasie des Lesers ankurbeln sollten. Es lag schlicht und ergreifend nicht in Rowlings Verantwortung, eine finale optische Erscheinung der Hogwarts-Schule zu kreieren, weil ein guter Autor diese Aufgabe an seine Leser abgibt. Dies änderte sich schließlich mit dem Erscheinen des ersten Harry Potter-Films im Jahre 2001. Rowlings grobe Informationen, die teilweise sogar widersprüchlich waren oder sich im Laufe der Reihe veränderten, reichten nun nicht mehr aus. Hogwarts musste jetzt visuell umgesetzt werden, wobei ihre Angaben natürlich als wichtige Anhaltspunkte genutzt wurden. Zuständig für die Visualisierung von Hogwarts war ursprünglich der mit 3 Oscars ausgezeichnete Szenenbildner Stuart Craig. Er verlieh Hogwarts sein markantes und unverwechselbares Aussehen und das über alle 8 Harry Potter Filme inklusive der 3 Fantastic Beasts Filme hinweg. Wie ich in einigen vergangenen Videos bereits des Öfteren erklärt habe, hat sich Hogwarts in gewissen Punkten von Teil zu Teil optisch zwar verändert, wer mehr darüber wissen will, kann gerne mal im verlinkten Video oben auf dem i vorbeischauen. Die Grundform und die Silhouette blieben jedoch weitestgehend erhalten und waren größtenteils einheitlich. Wenn ihr mich fragt, ist es eben diese Filmversion von Hogwarts, die ich als finale Version werten würde. Denn im Grunde hat das Wizarding World Franchise dies schon vor Jahren mehr oder weniger indirekt bestätigt. Die Wizarding World erstreckt sich mittlerweile eben nicht mehr nur um die 8 Harry Potter Filme, Merchandise, Theaterstücke, Videospiele, Themenparks oder auch neue Filmreihen wie Fantastic Beasts zeigen, dass sich das Franchise in der optischen Darstellung von Hogwarts immer wieder für die Filmversion entscheidet. Als es darum ging zu entscheiden, wie Hogwarts für den Themenpark Wizarding World of Harry Potter aussehen sollte, entschied man sich für die Filmversion und Stuart Craig war sogar als Berater dabei. Für die Fantastic Beasts Filme entschied man sich ebenfalls, diese Version des Schlosses weiterzuverwenden. Jedes Jahr werden zahllose Merchandise-Artikel mit der Hogwarts-Version von Stuart Craig hergestellt. Wenn Lego Harry Potter Sets hergestellt werden, verwenden sie nicht die Buchversion, sondern eben auch die Filmversion. Und der letzte Beweis dafür, dass diese Version des Schlosses zur endgültigen Version geworden ist, kam, als Avalanche Software mit der Entwicklung eines neuen Videospiels beauftragt wurde, das sich ausschließlich um Hogwarts dreht. Denn obwohl Hogwarts Legacy nicht genau mit der Version des Schlosses aus den Filmen übereinstimmt, hat es sich eindeutig stark von der Filmversion inspirieren lassen.
Die Konzeptgrafiken lassen jedoch vermuten, dass die Entwickler sich nicht gezwungen sahen, genau dieselbe Version des Schlosses nachzubilden. Letztendlich entschied man sich für eine originalgetreuere Version, die der Interpretation von Hogwarts aus den Filmen stark ähnelt. All dies bedeutet, dass Spieler von Hogwarts Legacy stundenlang mit dem Schloss von Stuart Craig interagiert haben. Sie haben es in 3 verschiedenen Themenparks auf der ganzen Welt erkundet. Sie haben das Modell in den Warner Bros. Studios besucht. Sie haben es aus Lego-Steinen gebaut und stundenlang im Kino und zu Hause auf dem Fernseher gesehen. Bestimmt werden viele von euch, die hier gerade zuschauen, auch beim Lesen der Bücher immer das Film Hogwarts vor Augen haben, wenn das Schloss im Buch vorkommt. Die Silhouette von Hogwarts hat bis heute einen derart großen Wiedererkennungswert, dass selbst Harry Potter unerfahrene Menschen, beziehungsweise Muggel, nur an dieser erkennen können, um welches Schloss es sich im Genauen handelt. Und gerade weil die Filmversion von Hogwarts derart etabliert ist, wird sie auch regelmäßig als Eyecatcher genutzt, um die Menschen zu fesseln und diesen wortlos klarzumachen, dass das, was sie gerade sehen, irgendwas mit Harry Potter zu tun haben muss. Es bedarf schlicht und ergreifend keinen Harry Potter oder Wizarding World Schriftzug mehr, um den Leuten klarzumachen, in welchem Franchise sie sich gerade befinden. Es reicht vollkommen, die Skyline eines einzelnen großen Schlosses zu zeigen. Womit Hogwarts quasi denselben Stellenwert für die Wizarding World besitzt, wie das Disney-Schloss für Disney. Wiedererkennungswert und Nostalgie. Sie beide werden durch Hogwarts in uns beflügelt. Und allein schon aus diesem einfachen Grund bin ich felsenfest sicher, dass Hogwarts nicht gänzlich neu gestaltet wird. Vorstellbar wäre höchstens, dass das Schloss ähnlich wie in Hogwarts Legacy optisch ein wenig erweitert oder angepasst wird. Die Grundstruktur wird aber mit großer Sicherheit genauso sein wie in den Harry Potter Filmen. Vor allem, wenn Stuart Craig auch in der geplanten Harry Potter Serie wieder mit von der Partie sein sollte, was ich persönlich überaus begrüßen würde. Doch es ist nicht nur der große Wiedererkennungswert, welcher meine Vermutungen hier unterstreicht. Auch der einzige bisher erschienene Teaser zur Harry Potter Serie lässt darauf schließen, dass wir unser altbekanntes Hogwarts wiedersehen werden. In diesem ist nämlich ganz klar und deutlich die Filmversion im Hintergrund zu erkennen. Natürlich könnte dies auch daran liegen, dass einfach noch keine neuen Designs vorliegen und dementsprechend auch nicht für einen Teaser zur Verfügung ständen. Jedoch glaube ich, dass die Verantwortlichen dann auch nicht mit Hogwarts geworben hätten. Sollte ich mich hier aber irren und die Verantwortlichen entscheiden sich trotz allem dafür, eine komplett neue Version zu erschaffen, so könnte es durchaus sein, dass dieses Hogwarts-Schloss für eine neue Generation an jungen Zuschauern die ursprüngliche Filmversion ersetzen könnte. Das gleiche würde natürlich auch für neue Darsteller, Soundtracks und Kulissen gelten. In Anbetracht des so oft genannten hohen Wiedererkennungswerts, welcher im wahrsten Sinne des Wortes sehr wertvoll ist, bezweifle ich aber, dass dies, zumindest auf Hogwarts bezogen, wirklich passieren wird. Doch was ist eure Meinung zu diesem Thema? Glaubt ihr, wir werden das uns bekannte Hogwarts der Filme auch in der neuen Harry Potter Serie wiedersehen? Oder wird doch ein gänzlich neues designt? Lasst mich all eure Gedanken dazu unbedingt mal in den Kommentaren sehen. Ansonsten freue ich mich sehr über jede positive Bewertung dieses Videos. Egal ob durch einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar oder gar einem Abo auf meinem Logo. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Video. Ciao Leute!